Das Auto für die ganze Handballfamilie, der neue VW Charan. Viel Spaß beim Heimspiel des ESV Lok wünscht das Autohaus Pirna. Die dritte Liga Ost geht so langsam in die heiße Phase. Im Gleichschritt agiert das Spitzentrio Münden-Leipzig-Pirna. Wer am Ende vorn stehen will, darf gegen die Kleinen der Liga nichts anbrennen lassen. Pirna musste also gegen Niederroden unbedingt gewinnen. Fast schon traditionell aber gehörten die ersten 10 Minuten in der Sonnensteiner Arena den Gästen. Niederroden spielte frech auf, nutzte gleich mehrfach Tempogegenstöße für einfache Tore. Nach 6 Minuten stand es 2:4. Lok-Trainer Zenk nahm früh die erste Auszeit. Und es waren halt wieder die üblichen Anfangsprobleme. Da wird das Positionsspiel wird nicht durchgeführt, so wie es gemacht werden muss. Da wird nur quer gelaufen oder gestanden. Und da kann man keine Tore machen. Da kann man dann nur Verzweiflungswürfe loslassen, die dann prompt natürlich zu Gegenstößen und zu Toren führen. Auch nach der Auszeit. Pirnas Motor brauchte eine ganze Weile, bis er auf Touren kam. Einzig Sven Gradwohl war von Beginn an hellwach. Der Lokstoßmann parierte sicher, hielt seine Mannschaft im Spiel. Die Angriffsleistung der Lok wurde erst mit der Hereinnahme von Peter Hasel besser. Nach 20 Minuten war Pirna auf Kurs. Marko Pusancic brachte die Lok zum ersten Mal in Front. 12:11. Bis zum Pausentee wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. Aus einer deutlich robusteren Abwehr heraus schlossen die Lokmannen schnell und sicher ab. Beim Stand von 18:14 wurden die Seiten gewechselt. In der Halbzeit hat der Peter Hasel das Richtige gesagt. Er hat gesagt, ab dem Moment, wo wir mit Leidenschaft gespielt haben, haben wir die Mannschaft im Griff gehabt. Die hat am Anfang einfach gefehlt. Halbzeit 2 und zunächst hat Pirna alles im Griff. Routiniert spulen die Lokmannen ihr Pensum ab, halten den Gegner auf Distanz. Der 10. Heimsieg aber geriet in der Schlussviertelstunde noch einmal in Gefahr. Wieder zog der Schlendrian ins Lokspiel ein und Niederroden witterte seine Chance. Pirnas Vorsprung schmolz auf ein Tor. Trainer Zenk aufgebracht, die Mannschaft aus dem Takt. Also sie spielen einen Handball, der uns einfach nicht liegt. Es ist ein sehr ekliger Handball. Sie haben ein, zwei Schützen drin. Die hat man gut im Griff, aber als dann mehr oder weniger die kleinen Wusler kamen, hat man einfach unsere Probleme hinten und ja, wir hatten teilweise unsere Schlafphasen, aber haben uns dann doch sehr konzentriert. Wieder mit 20, 30 Minuten haben wir uns dann doch abgesetzt. Leider hinten raus wieder eng geworden, aber dann haben wir doch wieder einen 7-Tore-Vorsprung rausgespielt. Dem deutlichen Vorsprung ging eine deutliche Leistungssteigerung in den Schlussminuten voraus. Wie auf Knopfdruck setzte die Lok auf einmal zu. Mit einer Energieleistung wurde Niederroden der Zahn gezogen. Die entscheidenden Treffer erzielte Marko Pusancic. Binnen 2 Minuten traf der Kroate 3-mal. In der Schlussphase spielten wir alle richtig gut. Ich kam ja erst in den letzten 10 Minuten aufs Feld. Bis zum Abwurf haben wir dann alle 100% gegeben, gut gespielt. Wenn wir so auftreten, ist es einfach. Ende gut, alles gut. Pirna besiegt Niederroden mit 33:26. Das Ergebnis aber täuscht. Stärkere Gegner bestrafen Pirnas Larifari-Spielweise mit Sicherheit. Ganz klar, will der ESV Lok um die Meisterschaft mitspielen, reicht eine solche Leistung nicht aus. Gelnhausen, Köthen, das alles, das sind schwere Spiele. Und wenn wir die nicht gewinnen, dann brauchen wir gar nicht so weit denken. Wir müssen Woche zu Woche denken. Das haben wir in der Hinrunde nicht gemacht und wir haben gesehen, wozu es führt. So wie Pirna haben auch Münden und Leipzig ihre Pflichtaufgaben erfüllt. Es bleibt also weiter spannend in Liga 3. Alle Mann an Bord, jetzt den neuen Charan probefahren. Natürlich im Autohaus Pirna.